Wie ausgehungerte Wölfe fallen Norweger über schwedische Supermärkte her. Seit gut einer Woche dürfen sie wieder in die Provinz Värmland reisen, ohne sich nachher in Quarantäne begeben zu müssen. Im schwedischen Töcksfors, nur rund 7 Kilometer hinter der Grenze, liegt ein Einkaufszentrum, das von der norwegischen Kundschaft geradezu überrannt wird. Sie brauche Bier, Wein, etwas zu essen, Kleidung und verschiedene Sachen, so diese Frau. Und Zigaretten für die Enkel, sagt sie. Ich brauche Schinkenspeck. Den habe ich in der Werbung gesehen, aber jetzt sind die Kühltruhen alle leer. Das ist schade. In Schweden sind im Vergleich zum Nachbarland Norwegen insbesondere Fleischwaren, alkoholische Getränke, Tabak und zuckerhaltige Lebensmittel weitaus billiger. Einige Menschen, die Hamsterkäufe machen, sind nervös und beeilen sich, ehe die Grenze vielleicht wieder schließt. Wir hatten vor unseren 8 Kassen eine 70 Meter lange Schlange. Aus Sicherheitsgründen haben wir deshalb eine Zeit lang schließen müssen. Norwegen hat im Vergleich zu Schweden pro 100.000 Einwohner deutlich weniger Coronavirus-Ansteckungen und Todesfälle. Die Zahl der neu gemeldeten Fälle in Schweden ist aber rückläufig. Das freut auch die Händler.